Dann können wir also feststellen, es gibt gar kein Erkenntnisproblem bei dieser Landesregierung und bei dieser Koalition. Schaut man aber in den Haushaltsentwurf, muss man feststellen, es gibt ein Umsetzungsproblem, weil die Welt durch die schwarz-grüne Brille offensichtlich weiterhin in Ordnung ist. Die bisherige Schlafwagenpolitik soll im Haushalt 2023 einfach fortgesetzt werden. Auf diese Alarmsignale wird nicht reagiert. Diese neue Landesregierung macht Business as usual. Sie bleibt auf den alten Pfaden, bisschen mehr hier, bisschen mehr da, aber auf die allgemein sich so dramatisch verändernde Weltlage wird überhaupt nicht reagiert. Das ist zu wenig und das muss deutlich besser gehen, meine Damen und Herren. Parlamentsrechte und Debattenkultur gelten bei den Grünen nur in der Opposition. Mit dem Dienstwagen wird das dann vorne an der Tür wieder abgegeben. Nach die Menschen und die Kommunen in diesem Land, meine Damen und Herren, haben eine bessere Landesregierung verdient und sie haben Planungssicherheit verdient. Mitten in der Energiekrise, meine Damen und Herren, hat das Industrieland Nummer eins eine Energieministerin, der die eigene Partei wichtiger ist als das Land, als die Zukunft der Unternehmen hier in diesem Land. Denn Wirtschafts- und Energiepolitik hat dieser Ministerpräsident, hat die CDU komplett an die Grünen ausgelagert. Und das sind fatale Nachrichten für unser Land. Seien wir mal genauer, diesen Haushalt hätte man im Juni schon vorlegen können. Und das Ergebnis, das war klar, meine Damen und Herren, ein finanzieller Schiffbruch mit Ansage. Dieser sogenannte Basishaushalt hielt genau einen Tag. Haben wir in diesem Basishaushalt schon jetzt eine Finanzierungslücke von 3 bis 4 Milliarden Euro. Das ist der Etat des Verkehrsministeriums, und zwar in Gänze. Meine Damen und Herren, die Koalition verspricht zwar Beteiligung am Bundespaket, sie trifft im Haushalt aber keinerlei Vorsorge. Diese Koalition verspricht zwar eigene Entlastungspakete, trifft im Haushalt allerdings keinerlei Vorsorge. Diese Koalition verspricht im Koalitionsvertrag, die Menschen zu entlasten, zum Beispiel bei den Kita-Beiträgen, im Haushalt keinerlei Vorsorge. Meine Damen und Herren, keinen Pfifferling sind die Versprechen dieser Landesregierung und dieser Koalition wert. Auf das Wort dieser Regierung können sich die Menschen in diesem Land nicht verlassen. Wir brauchen auch alle heimischen Energieträger in der jetzigen Krise, und zwar für den Übergang, als Brücke, weil wir es sonst gar nicht auf die andere Seite schaffen. Es geht nicht um den einen Winter, sondern es geht um die Perspektive langfristig in der Energieversorgung. Das brauchen die Unternehmen, um hier zu bleiben, um auch gerne in den Standort Nordrhein-Westfalen zu investieren. Und wir brauchen den bedarfsgerechten Ausbau aller Verkehrsträger, natürlich aber auch intelligente Leitsysteme. Auch das brauchen die Unternehmen, brauchen aber auch die Menschen, um hier zu bleiben und hier zu arbeiten, um hier zu investieren. Denn das eine ist das beschleunigte Verfahren, das andere ist eine Genehmigungspflicht in eine Anzeigepflicht oder Ähnliches umzuwandeln. Das auch solche Signale brauchen die Unternehmen. Aber schlimmer noch, nicht nur, dass sie da nicht genug tun, wenn es darum geht, das Leben einfacher zu machen, egal ob von Privatpersonen oder von Unternehmen, durch die Digitalisierung der Verwaltung, da kürzen sie sogar. Eilverfahren hin oder her. Wir werden die Zeit natürlich intensiv nutzen und Vorschläge einbringen, wie es besser geht, weil ich für uns sagen kann, mit diesem Status quo geben wir uns nicht zufrieden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Höhne.